Wir haben einfach gemerkt, dass in den letzten Jahren in der Mobilität ein Umbruch stattfindet. Ein sehr großer Umbruch, den es in den letzten 100 Jahren nicht gegeben hat. Und dazu muss sich auch die Ladeinfrastruktur anpassen. Und der Laderoboter ist einfach zwei Schritte weiter gedacht und soll dann Autos vollkommen autonom laden. Der Laderoboter kommt, erkennt, dass das Fahrzeug dasteht, erkennt, dass es eben auch dementsprechend geladen werden muss, lädt das Fahrzeug vollkommen autonom und sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, fährt er zum nächsten Fahrzeug und lädt dann das nächste Fahrzeug. Es soll überall dort eingesetzt werden, wo viele Menschen zu einem bestimmten Zeitraum gemeinsam dort eintreffen, beispielsweise bei Park-and-Ride-Anlagen, beispielsweise in Schulen, Universitäten. Wir haben hier zwei Basissysteme miteinander vereint. Einerseits eine mobile Plattform, die also selbstständig sich im Raum orientieren kann und die Fahrzeuge ansteuern kann. Und der zweite Part ist der Laderoboter, ein Roboterarm, der dann das Ladekabel sehr genau zum Fahrzeug führt. Weil man muss sich das so vorstellen, der Arm muss den manuellen Ladevorgang übernehmen, das Ladekabel hebeln und den Ansteckvorgang durchführen. Und das ist ein sehr komplizierter und eigentlich genauer Vorgang, der leicht mit der Hand scheint, aber für ein automatisiertes System schon sehr aufwendig ist. Man kann sich so vorstellen, dass der Roboter die mobile Plattform im Wesentlichen mit Sensoren ausgestattet ist, um die Umgebung zu erkennen, zu erfassen. Zum einen natürlich zu wissen, wo muss ich hin, wo bin ich. Zum anderen natürlich aber auch, um schlussendlich auch Hindernissen auszuweichen und den Anwendungsfall sicher abzuwickeln. Wir haben hier Safety Features integriert, das heißt die mobile Plattform bleibt stehen, wenn sich in der Umgebung etwas bewegt, wenn zum Beispiel eine Person zu nahe kommt. Und im zweiten Schritt hat auch der Roboterarm hier Safety Features, das heißt bei Hindernissen oder sollte irgendwas im Weg stehen, bleibt der Roboter stehen. Wir verwenden Laserscanner, also auch LIDAR genannt. Es sind eben Sensoren, die jetzt Einschichtlaser, die die Umgebung oder den Abstand messen zu allen möglichen Objekten, also zum Auto, zur Wand oder zu anderen Objekten im Raum. Die Next Steps für uns sind ganz klar, den Roboter weiterzuentwickeln. Es gibt noch einige Themen, die wir noch implementieren müssen. Sobald diese dann fertig sind, wollen wir in die Vorserienreife und dann auch in Serie produzieren.